Welche Kerzen sollen wir verwenden zu den Chanukka-Kerzen? Eigentlich alle Kerzen sind okay zu den Chanukka-Kerzen, aber besser anzuzünden den Chanukka-Kerzen mit Öl, insbesondere besser mit Olivenöl, da es brennt schöner und auch den Wunder in dem Tempel war mit Olivenöl. Mit dem Docht ist auch besser zu nutzen in dem Öl, doch von Baumwolle, da auch in dem Tempel hat man Baumwolle genutzt, zu anzuzünden dem Menorah, und das war auch dem, mit dem war auch dem Wunder. Gibt eine Frage in dem Poskim, was ist besser, jede Nacht eine neue Docht machen oder soll man verwenden den Docht von der letzten Nacht, weil manche schreiben, dem alten Docht, eine Docht von der letzten Nacht brennt schöner. Deshalb gibt es zwei Meinungen in dem. Eine Kerzen von Gas oder Strom ist nicht kascher, da gibt keine Flüssigkeit, was brennt auf eine Docht, und deshalb soll man das nicht nutzen, und sicher, auf dem kann man keine Bracha sagen. Manche Poskim aber schreiben, wenn jemand ist in dem Flugzeug und hat keine Möglichkeit anzuzünden Chanukka-Kerzen, besser soll er anzünden eine Taschenlampe, soll brennen eine halbe Stunde, aber sicher, auf dem kann er keine Bracha sagen.